Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 35. Lesung des wunderbaren Buches Herrscher des Bösen, das durch die Leitung des Heiligen Geistes von Bruder Stefan und Bruder Viktor ins Deutsche übersetzt wurde, das Bruder Viktor dann so intensiv bearbeitet hat, dass da selbst eine Druckvorlage raus entstanden ist, aus der man wunderbar sein eigenes physisches Buch sich binden lassen kann durch eine Internetdruckerei. Und ich hatte das Video zu der Druckanleitung von Viktor, glaube ich, letzte Woche oder so gespiegelt auf meinem Kanal, also irgendwann gegen Mitte August. Und ich hatte heute Morgen einen Kommentar empfangen von jemandem, der das Video angeschaut hat und der gesagt hat, dass die Anleitung ihm sehr geholfen hat und dass er sofort sich ein Buch online bestellt hat. Und das finde ich wunderbar. Wir sind also in der Lage, dieses Buch Herrscher des Bösen, 381 Seiten, wenn ich mich nicht irre, was wir hier online lesen, auch ausdrucken zu lassen, selbst in Händen zu halten und so zu lesen und auch weiterzugeben. Es gibt ja immer noch viele Leute, die mit diesem technischen Zeitalter auf Kriegsfuß stehen. Das tue ich übrigens auch. Es ist immer nur die Frage, auf welchem Level man damit auf dem Kriegsfuß steht. Aber ich verstehe die Technik von heute auch nicht mehr. Und die elektronische Bücher und solche Sachen gar nicht wollen. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, dieses Buch in einer fantastischen Qualität für rund 30 Euro pro Exemplar drucken und sich schicken zu lassen und damit nicht nur sich selbst eine Freude zu machen, sondern vor allen Dingen auch anderen Leuten eine Freude machen zu können. Leuten aus der Verwandtschaft, Leuten aus der Bekanntschaft, aus dem Arbeitskreis, aus dem Kirchenkreis, aus dem Glaubenskreis, die man auch fester in den Glauben bringen kann, dadurch, dass sie dieses Buch lesen und verstehen, wie die Herrscher des Bösen, wie die Machtstrukturen, die politischen Machtstrukturen in dieser Welt laufen. Wer das Buch Herrscher des Bösen von vorne bis hinten ausgelesen hat, sieht ein, dass er sich nicht mehr bewegen muss, wenn irgendwelche politischen Parteien oder sonst was zur Wahl aufrufen, weil er weiß, dass das verschenkte Liebesmühe ist. Und das ist auch gut so. Und dadurch, dass das jeder versteht, wollen wir uns heute in der 35. Lesung weiter beschäftigen mit dem amerikanischen Graffiti. Das heißt, mit dem Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika, mit der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika, mit den Symbolen, mit denen die Nation damals aus dem Nichts hervorgehoben wurde. Nach dem Unabhängigkeitskrieg 1776 wurde 1789 die Nation ausgerufen und auf welchen heidnischen Symbolen, Ritualen und Dogmen diese Nation, die sich protestantisch, die sich christlich nennt, eigentlich beruht, das deckt niemand besser auf als Frederick Tapassorsi in seinem Buch Herrscher des Bösen, das wir dann heute in der 35. Lesung jetzt anfangen, auf Seite 218 von 381 weiterzulesen. Das ist das verkehrte Bild hier. Sieh, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Ich habe die Bilder von Herrscher des Bösen vergessen, hier reinzunehmen. Dann machen wir das eben nochmal, die deutschen Bilder. Und dann machen wir das eben mit rein, dass wir uns die dann in der Zwischenzeit anschauen können, während ich dann lese. Und dann fangen wir hier an, in dem Absatz, wo ich das hier mit blau angestrichen habe, anstatt ein weiter. Laut dem schottischen Theologen Alexander Hislop, ne, das ist ja derjenige, wir uns erinnern, der das Buch geschrieben hat, The Two Babylons, oder auf Deutsch von Babylon nach Rom, das ich ja auch in 2015, 2016 auf meinem Kanal als erste deutsche Buchlesung überhaupt veröffentlicht habe. Laut diesem Theologen stimmte Cäsar der Vergöttlichung nur zu, um das riesige Königreich Pergamon zu erben. Wir sind da letztes Mal auch noch in ausführlichen Diskussionen darüber eingegangen, was das alles mit sich beinhaltet. Und deswegen lesen wir jetzt weiter. Pergamon bestand zu der Zeit aus dem größten Teil Kleinasiens, das die heutige Türkei ist, und wurde 133 vor Christus von seinem König Attalos III. An das römische Volk vererbt. Aber es gab einen Haken. Das Volk Roms musste den pergamonischen Führer als Gott anbeten. Ja, 133 vor Christus war Rom noch eine Republik, die von einem Senat geführt wurde. Es war noch kein totalitäres System. Aber das Volk Roms musste den pergamonischen Führer als Gott anbeten. Wie kriegen wir das denn hin? Na, die pergamonischen Könige hatten damit begonnen, als Götter zu regieren, als der damalige Titelträger
Pontifex Maximus im Jahre 539 vor Christus, vor dem Fall Babylons, floh. In diesem ereignisreichen Jahr ermordeten persische Invasoren den babylonischen König Belsasar. Nur wenige Augenblicke vor seinem Tod hatte Belsasar seine Ermordung in der berühmten Handschrift an der Wand prophezeit gesehen. Mene, mene, tekel, upharsin. Gezählt, gewogen, zerteilt. So lesen wir im Buch Daniel, Kapitel 5, Verse 25 und 26. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, mene, tekel, upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruchs. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Er herrschte als Gott durch göttliche Ernennung und entweihte die heiligen Gefäße des israelitischen Tempels. Das war die unverzeihliche Sünde der Blasphemie, für die Gott die Perser schickte, um ihn zu vernichten. Belsasars Priester wurden offensichtlich verschont. Anstatt sich den persischen Eroberern zu unterwerfen, sammelten diese Priester heimlich all ihre tragbaren Schätze, ihre Berechtigungen der Macht, ihre Normen, all die religiösen, magischen und astrologischen Schriften samt den heiligen Formeln und Insignien zusammen und flohen mit ihrem Hab und Gut nordwestlich nach Pergamon. Da die Herrscher von Pergamon bereits die babylonische Religion praktizierten, war es für sie eine Ehre, das flüchtige babylonische Priestertum und ihre große Gabe aufzunehmen. Pergamon, die nun neue Residenz des Pontifex Maximus, wurde zum Schauplatz des Despotismus. Die benachbarten Griechen spiegelten deren plötzliche Transformation im Mythos des Midas wider, dem König, dessen Berührung alles in Gold umwandelte. Die babylonische Herrschaft schmückte Pergamon mit dem größten medizinischen Komplex der Welt, dem Asklepion, der dem Gott der pharmakologischen Heilung, Aesculap, gewidmet war. Pergamon wurde zum wichtigsten humanistischen Lernzentrum mit seiner mehr als 200.000 Schriftrollen umfassenden Bibliothek. Marcus Antonius würde diese literarischen Schätze später als Geschenk an Kleopatra nach Alexandria bringen. Viele von diesen Schätzen fanden schließlich den Weg von Alexandria in die Medici-Bibliothek in Florenz. Und dann, wenn wir schon mehr bei Bildern sind, natürlich über den Aesculap. Mal eben sehen, ich habe da ein Bild von, ich glaube aus dem Buch von Babylon nach Rom damals in der Zeit. Das ist dieses hier, das ist aus dem Buch von Alexander Hislop, das ist der Aesculap. Und da sieht man hier, was eine Schlange um einen Stock gewunden, die ihm anscheinend dient, weil die sieht nicht gerade feindlich aus, dass sie ihn beißt. Wir haben hier noch eine andere Statue, da wird es anders dargestellt. Da ist es die linke Hand, anstatt bei dem anderen die rechte Hand. Das ist auch der Asklepios-Statue. Ja, und woher kennen wir natürlich dieses Zeichen, eine Schlange, die sich um einen Stab windet? Aus der pharmazeutischen Industrie vielleicht im 21. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Und da hat das natürlich auch mit zu tun, weil er war ja der pharmakologische Gott der Heilung, Aesculap. Also ist eine Pharmazie, eine Apotheke, nichts anderes als ein Handelsladen, der mit heidnischer Heilung für einen heidnischen Gott steht. Ja? Wie kann man denn als Christ erwarten, in eine Apotheke zu gehen, wo also einem heidnischen pharmakologischen Gott geheiligt wird und dort Dinge zu erstehen, die einen heilen können. Das, würde ich mal so sagen, ist ziemlich naiv. Als Attalos III. 133 vor Christus dann starb, vermachte er den Römern die ganze babylonische Größe seines Königreichs. Aber kein römischer Kaiser wurde für würdig erachtet, es zu empfangen, weil die römische Verfassung noch nie einen Mann in den Status eines Gottes erhoben hatte. Der babylonische Nachlass blieb bis 48 vor Christus ungenutzt, als Gaius Maria Caesar im Serapeum von Alexandria, dem Tempel Jupiters, zum allmächtigen Gott
erhoben wurde. Das ist dann ein anderes Bild für ein anderes Mal. Die Weihe berechtigte Caesar nun, den Titel Pontifex Maximus zu führen. Um seinen unendlich heiligen Status zu verdeutlichen, nahm er den Namen Julius an. Ja. Der, wie gesagt, in früheren Werken auch einfach Caius genannt wurde. Deswegen liest man oft von Julius Caius Caesar. Der Name sollte den Abstammungsanspruch von Julius Ascanius verdeutlichen. Er war der Sohn des legendären Aenas, dem trojanischen Helden Virgils, der mit einer Gruppe trojanischer Landsleute nach Westen segelte, die vor der Plünderung Trojas vor griechischen Plünderern flohen. Unter der Schirmherrschaft von den ganzen himmlischen, mystischen Gottheiten brachte Aeneas seine Anhänger dazu, ihre Individualität für eine glorreiche kollektive Existenz zu opfern, die eines Tages in Rom aufgehen sollte. Ja, so etwas kennen wir in unserer Welt heutzutage nach dem Motto einer für alle und alle für einen. Ne? Nach dem Motto, wir opfern unsere Individualität zum Wohle des Ganzen. Und das ist ein römisches Motto, das heute immer noch gilt. Und das wir hier in Amerika gleich noch ein wenig tiefer besprechen werden, aber das heute im Grunde weltweit gilt. Ja? Hier haben wir übrigens ein Gemälde, auf dem Merkur dem Aeneas erscheint oder beziehungsweise ihn überschattet. Das ist Aeneas und hier oben haben wir dann den Merkur. Aeneas galt als Nachkomme einer Vereinigung zwischen einem Menschen, Anchises, und Jupiters Frau Venus. Also ist selbst auch keine wirkliche historische Gestalt, sondern eine Sagengestalt oder eine heidnische Göttergestalt. Als Anchises über die Liebschaft mit der Göttin prahlte, blendete Jupiter ihn vor Wut mit einem Blitz. Der Aeneas-Mythos beginnt mit Aeneas, der den blinden alten Anchises auf seinen Schultern aus Troja herausträgt. Indem er den Namen von Aeneas' Sohn Julius annahm und auch dessen Abstammung für sich beanspruchte, konnte Caesar seine Blutlinie bis zur Königin des Himmels zurückverfolgen. Die göttliche Linie soll durch seine Mutter Maia, das ist beinahe Maria, ne, geflossen sein, die ihn angeblich empfangen haben soll, ohne dabei ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Maia behauptete auch, selbst bei der Geburt ihre Unschuld bewahrt zu haben, indem sie ihren Sohn durch einen chirurgischen Eingriff, der auch noch den Namen Caesars trägt, zur Welt brachte. In Deutschland nennen wir das Kaiserschnitt, wenn die Geburt nicht durch den natürlichen Geburtskanal erfolgt, sondern das Kind durch eine Operation künstlich zur Welt gebracht wird. Im Englischen heißt dieser Kaiserschnitt C-Section, C für C. Das steht für Caesar, der Caesarschnitt. All diese Fabeln und endlose Ahnenforschung, die Paulus der Gemeinde lehrte, nicht mehr zu beachten, sind für die amerikanische säkulare Regierung fundamental. Dies ist ein Satz, den ich eigentlich hätte grün anstreichen müssen. Dann mache ich das jetzt. Paulus sagt oder lehrt im Neuen Testament, dass wir uns nicht mit Fabeln und endloser Ahnenforschung beschäftigen sollen. Und genau das, was Paulus im Neuen Testament lehrt, schlägt die amerikanische säkulare Regierung in den Wind und macht es selbst zum Fundament ihrer Nation. Kann man dann noch wirklich behaupten, die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein christliches Land? Kann man dann wirklich noch behaupten, die Vereinigten Staaten von Amerika wurden auf christlichen Fundamenten gebaut? Ich glaube, dass wir inzwischen auf Seite 220 in diesem Buch bis jetzt sehr gut bereits gelernt haben, dass die amerikanische, also die US-amerikanische Regierung nicht biblisch ist, nicht biblisch fundamentiert ist und nicht auf dem Gott der Bibel aufbaut, nicht den Jesus Christus der Bibel predigt und ihn anbetet und wertschätzt, wie sich das gehört, sondern dass sie pur auf heidnischem Glauben,
auf Fabeln und endlose Ahnenforschung sich berufen. Denn es ist Julius Ascanius, fährt der Autor fort, Enkel der Venus und von sich behauptender Vorfahre des ursprünglichen Kaisers, der das oberste Motto Annuit Quaeptis inspirierte, das auf der Kehrseite des großen Siegels der Vereinigten Staaten prangert. Das Motto, das das US-Außenministerium folgendermaßen interpretiert: Gott hat unser Unternehmen begünstigt. Sie sagen euch nur nicht dabei, von welchem Gott Sie hier sprechen, nicht wahr? Eigentlich müsste dieser Gott mit einem kleinen G stehen. Dieses Motto wurde vom jungen Julius Ascanius im 9. Buch Virgils Aeneis ausgerufen. Die Szene, wo wir also diesen Schlachtruf Annuit Quaeptis das erste Mal treffen, die Szene ist ein Schlachtfeld. Die Trojaner sind in der Unterzahl und verängstigt. Der junge Julius Ascanius stellt sich vor seine dezimierten Landsleute und fordert den bösen Riesen Remulus, den König von Rutulus, heraus. Remulus verspottet daraufhin die Trojaner, weil sie einen Jüngling gegen ihn geschickt haben. Während der gewaltige Körper des Riesens unter spöttischem Gelächter bebt, schiebt Julius einen Pfeil auf seine Bogensehne und schreit zum Himmel: Allmächtiger Jupiter, begünstige dieses kühne Unterfangen. Audacibus ad nue coeptis. Jedes Jahr werde ich mit meinen eigenen Händen Geschenke in deinen Tempel bringen und einen glänzenden Stier mit goldener Stirn vor deinen Altar stellen. Dass das absolut unbiblisch ist, sieht man allein schon daran, dass hier steht, mit meinen eigenen Händen. Ich werde etwas von mir aus tun. In der Bibel geht die wahre Erlösung vom Gott aus und nicht durch eigene Werke. Die Werke des Menschen sind wie schmutzige Umhänge. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt im Deutschen übersetzt. Im Englischen heißt es filthy rags. Our works are filthy rags. Das heißt so viel wie schmutzige Umhänge, wenn ich das richtig übersetze. So kommen wir also diesen Spruch Annuit Quaeptis, etwas abgeändert mit Ad nue Quaeptis, das erste Mal. So treffen wir den das erste Mal. Wo Jupiter angerufen wird, nicht der Schöpfergott der Bibel, nein, sondern der heidnische Gott Jupiter. Und das ist nur ein anderer Name für Satan. Ja? Die höchsten Götter der Römer, der Babylonier und der Medo-Persier und der Griechen, all dieser heidnischen Völker, der höchste Gott, welchen Namen er auch immer bei ihnen trägt, ist immer Satan. Daraufhin donnert und blitzt der Himmel, als Jupiter den tödlichen Pfeil auf seine Reise schickt, der Remulus mit einer solchen Wucht in den Kopf trifft, dass er sauber durch beide Schläfen geht. Die Trojaner brachen in lauten Jubel aus und ihre Herzen erhoben sich zu den Sternen. Apollo ruft von seinem Wolkenthron das gnostische Credo aus: Indem sie so streben, erreichen die Menschen die Sterne, O Sohn der Götter und Vater der kommenden Götter. Das ist eine ergreifende Erzählung, ja, das schon. Und sie lässt keinen Zweifel an der Identität des Gottes, der das Unternehmen der Vereinigten Staaten angeblich begünstigt. Nein, 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 es lässt keinen Zweifel daran. Es war eine heidnische Gottheit, Jupiter, der Gott von Julius Ascanius und definitiv nicht der biblische Gott. Hätte der Kongress zeigen wollen, dass die neue Nation von Yahweh, Yahuwah, Jehova, Yahshua, wie auch immer man ihn nennen will, dem Gott der Bibel begünstigt wurde, hätte er sich auf die biblische Geschichte des Knaben und den Riesen im Alten Testament beziehen können. Wer kennt denn David und Goliath nicht? Charles Thomsons biblische Wissenschaft hätte leicht ein Motto hervorbringen können, das auf das erste Buch Samuel 17,47 basiert, an der Stelle, in der David zu Goliath sagt, Zitat: Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Reduziert auf ein originalsprachliches Motto, das mindestens so verständlich ist wie Annuit Quaeptis, hätte die Passage vielleicht im Siegel als hebräisch erscheinen können, wenn man das jetzt von links nach rechts liest. Eminem, Enem, Enem, Men, Efef.
oder sogar in der Übersetzung, die Schlacht ist die des Herrn. Ich glaube nicht, sagt Tapasorsi hier, dass die Gründung einer Nationalregierung direkt auf biblischer Grundlage die Absicht der Gründerväter war. Es war nützlicher für sie und auch einfacher, den Seelen zu vermitteln, von denen man wusste, dass sie Amerika rechtzeitig bevölkern würden, die überheblichen Eitelkeiten der römischen Religion unterzuschieben. Diese Seelen benötigten die heiligen Symbole der aufkeimenden Menschheit und der ungehemmten sexuellen Energien und Legenden, die das heißblütige Heldentum und den Patriotismus inspirierten. Gibt es ein Land, das patriotischer ist als die Vereinigten Staaten von Amerika? Hier sehen wir, was an der Wurzel dieses Patriotismus liegt. Heidentum. Die kollektive Zustimmung zu den symbolischen Bildern dieser Figuren lassen den Gehorsam gegenüber der allmächtigen Intelligenz vermuten, die unergründlich über dem Establishment der alten, steinernen und gut geordneten pyramidalen Hierarchie schwebt. Ja, ich nehme dann doch nochmal eben das Bild von dem Siegel mit rein, dass wir das inzwischen nochmal sehen können. Da wissen wir ja, wir nehmen das am besten aus der Dollarnote, da ist es am besten abgebildet. Warte mal, das ist aber hier. Ah ne, da muss ich Dollar nehmen. Entschuldigung. Da muss ich das Bild Dollar nehmen, da ist die Auflösung besser. Da können wir das besser drin sehen. Ja, ist ja gut jetzt. 25 Mal kommt hier. Hier, das, die Auflösung ist besser. Das meinte ich und dann sehen wir das hier. Nämlich, da geht es um die Pyramide mit dem allsehenden Auge, dem Auge des Horus, Anuit Coeptis, Novus Ordo Seclorum und so weiter und so weiter. Also. Die kollektive Zustimmung zu den symbolischen Bildern dieser Figuren lassen den Gehorsam gegenüber der allmächtigen Intelligenz vermuten, die unergründlich über dem Establishment der alten, steinernen und gut geordneten pyramidalen Hierarchie schwebt. Dazu muss man eben dieses Bild sehen, dann versteht man es perfekt. Weniger als 4 Jahre nach seiner Vergöttlichung wurde Julius Caesar von einer Exekutivverschwörung unter den Senatoren ermordet. Ach ja? Eine Verschwörung? Keine Theorie? Weitere 4 Jahre lang tobte der Bürgerkrieg, als 2 der Attentäter, Brutus und Cassius, um die Kontrolle über Caesars unmittelbare Nachfolger kämpften. Es handelte sich dabei um ein Triumvirat aus Marcus Aemilius Lepidus, Marcus Antonius und Caesars Adoptivsohn, seinem biologischen Großneffen, Gaius Octavian Capias. Das Triumvirat konnte die Attentäter nur in einem Krieg gegeneinander besiegen. Dichter beklagten, dass Rom, gegen das kein fremder Feind jemals siegreich gekämpft hatte, durch die Hand seiner eigenen Söhne zerstört wurde. Mit anderen Worten, es ist ganz wichtig, diesen Satz gut zu verstehen. Rom hat niemals einem fremden Feind unterlegen, aber wurde zerstört von innen heraus. Deswegen sagen auch die amerikanischen Präsidenten heute noch bei ihrer Amtseinführung, dass sie die Vereinigten Staaten von Amerika verteidigen werden gegen Angriffe von außen und Feinde von innen. Dass sie dabei natürlich selber die größten Feinde des Staates sind, das ist eine andere Sache. Dass sie da mentale Reservation, geistige Vorbehalte gebrauchen, ist eine andere Sache. Da diskutieren wir jetzt nicht drüber. Der Punkt ist ganz einfach, Rom wurde nie besiegt von Kräften von außen, aber zerstört durch seine eigenen Söhne, durch den Feind von innen. Gegenseitige familiäre Verpflichtungen jeglicher Art wurden aufgelöst. Die Klassenkämpfe entbrannten. Ein Nebel von Schuld und Verzweiflung setzte ein. Die Dichter sehnten sich nach einer Flucht über die Grenzen der Welt hinaus, an einen Ort, an dem Unschuld und Frieden vorherrschte. Zu einer neuen Ordnung der Dinge. Novus Ordo Seclorum. In seinem Buch über Roms Revolution von der Republik zur babylonischen Autokratie schreibt der Oxforder Historiker Ronald Syme, Zitat, je dunkler die Wolken, desto näher war auch der Beginn der Erlösung.
In mehreren philosophischen Theorien über kosmische Zusammenhänge wurde fest davon ausgegangen, dass ein Zeitalter auf das andere folgte. Die Überlieferung der Etrusker, die Berechnungen der Astrologen und die Theorien der Philosophen verbanden sich zu einer großen Gewissheit und deuteten im Erscheinen eines Kometen am Himmelsrand direkt nach der Ermordung Cäsars als das Zeichen und den Vorboten eines neuen Zeitalters. Diese vagen Voraussagen wurden von den weltlichen Herrschern schnell für ihre Propagandazwecke übernommen. Bereits Münzen des Jahres 43 vor Christus trugen daher Symbole der Macht, Fruchtbarkeit und eines neuen goldenen Zeitalters. Die einflussreichste und berühmteste Hommage an das goldene Zeitalter war Virgils prophetisch klingende vierte Ekloge. Diese Arbeit richtete sich an einen der Hauptgönner von Virgil, Gaius Asinius Pollio, der zur damaligen Zeit Konsul war, vergleichbar mit dem heutigen Amt eines Präsidenten. Als Gaius Octavian, Antonius und Lepidus 40 Jahre vor Christi Geburt durch den Frieden von Brindisi versöhnt wurden. Pollio, der Octavian bei den Brindisi-Verhandlungen vertrat, machte Virgil mit dem Medienmogul seiner Zeit, Gaius Mäzenas, bekannt. Tja, Mäzenas, woher kennen wir den Namen? Daher kommt der Ausdruck des Mäzen. Ein Mäzen, auch Mäzenat oder weiblich Mäzenen genannt, ist eine Person, die eine Institution, kommunale Einrichtung oder Person mit Geld oder geldwerten Mitteln bei der Umsetzung eines Vorhabens unterstützt, ohne eine direkte Gegenleistung zu verlangen. Die Bezeichnung Mäzen leitet sich von dem Etrusker und Römer Caius Cilnius Mäzenas her, der in augusteischer Zeit Dichter wie Vergil, Properz und Horaz förderte. Entschuldigung, und das ist entnommen aus Wikipedia. Also, der Mäzen hier. Heutzutage haben wir andere Mäzen, die Politiker unterstützen, ne? Solche Leute wie zum Beispiel Rupert Murdoch oder Soros oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Das sind die Mäzenen der heutigen Herrscher. Er hatte sein Vermögen riskiert, um Julius Caesars Aufstieg zur absoluten Diktatur zu unterstützen. Und er sollte nicht weniger riskieren, um Caesars Adoptivsohn Gaius Octavian an die gleiche Position zu bringen. Wir tauschen den Spieler aus, aber das Spiel bleibt dasselbe, nicht wahr? Er beschäftigte die talentiertesten Künstler, Bildhauer und Dichter, um eine völlig neue Art der Propaganda zu schaffen. Und von Virgil erhielt er das meiste für sein Geld. Virgil entwickelte eine völlig neue Art der bürgerlichen Literatur, deren frommer rhetorischer Stil das öffentliche Bewusstsein sanft dazu verführte, sich unter die Herrschaft eines vergöttlichten babylonischen Autokraten zu fügen. Beim Schreiben der vierten Ekloge ließ sich Virgil stark von den messianischen Versen aus dem biblischen Buch Jesajas inspirieren, das durch die jüdischen Rabbiner Roms frei für ihn zugänglich war. Und wir wissen natürlich auch, dass bereits vor der Geburt Jesu Christi das Alte Testament in griechischer Schrift zur Verfügung stand in Form des 70er-Text der Septuagint. Ja? Siehe, so steht in Jesaja 7,14 geschrieben, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emmanuel geben. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesaja 9,5. Friedefürst, ein Titel, den sich der Papst ja heute aneignet, nicht wahr? Seht ihr, der Punkt ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass zur damaligen Zeit, selbst schon vor Christi Geburt, die Wahrheit in der Form der Bibel, was die einzige Wahrheit auf dieser Welt ist, den Heiden bekannt war. Denn nur wenn man die Wahrheit kennt, kann man die Lüge in den Raum bringen. Wenn es nur die Wahrheit gibt, dann gibt es ja keine Lüge. Leider hat aber der Vater der Lügen, die Schlange, durch die Verführung von Eva im Garten Eden dafür gesorgt, dass die Lüge in die Welt kam.
Hier genau dasselbe. Die ganzen heidnischen Sagen, Legenden und Göttergeschichten sind alle nur ein Spiegel der wirklichen Wahrheit aus der Bibel, halt heidnisiert. Und hier sehen wir ganz deutlich, wo das herkommt. Vergil ließ sich von den messianischen Versen aus Jesaja inspirieren und hat das dann für die Heiden umgekehrt. Und aus der Jungfrau Maria wurde Maia, die Mutter von Cäsar, zum Beispiel. Und so verkündete Vergil 600 Jahre nachdem Jesaja lebte, in seiner vierten Eklore, dass der Friedensfürst sich durch die Entstehung einer neuen Weltordnung, Novus Ordo Seclorum, erheben würde. Zitat: Nun kehrt das goldene Zeitalter des Saturns zurück und es erscheint die unbefleckte Jungfrau. Vom Himmel senkt sich die göttliche Krippe herab. O keusche Lucina, die römische Göttin der Mütter, leite die Wehen der Mutter ein und beschleunige die glorreiche Geburt, um die Herrschaft deines Apollo einzusetzen. Dein Konsulat, O Pollio, wird diese glorreiche Ankunft einleiten und die neue Weltordnung wird sich entfalten. Von nun an wird alles, was von der Erbsünde übrig ist, für immer von der Erde weggefegt werden. Der Sohn Gottes wird der Prinz des Friedens sein. Erbsünde, sehen wir, ist hier eine heidnische Lehre, sonst würde es hier bei Vergil nicht geschrieben stehen, und die Erbsünde wird heute noch durch die römisch-katholische Kirche gelehrt. Der Sohn Gottes wird der Prinz des Friedens sein, ja, weil der Papst nennt sich heutzutage den Sohn Gottes. Er nennt sich Jesus Christ auf Erden. Ja, der Papst ist Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Und er nennt sich selbst den Prinz des Friedens. Da hat das alles seinen Anfang genommen. Der schwerreiche Mäzenas benutzte die vierte Ekloge, um die öffentliche Meinung mit dem Gedanken zu indoktrinieren. Es wäre eine göttliche Aufforderung für Cäsars Adoptivsohn Octavian, den Thron zu besteigen, die Welt zu erobern und von Sünde zu befreien. Der fabelhafte Lebenslauf von Octavian war bereits öffentlich verbreitet. In ihm stand unter anderem wie ein Blitz die Stadtmauer seines Geburtsorts Velletri oder Velitrae kurz vor seiner Geburt zerstört hatte. Und wie die Priester dies als ein Zeichen Jupiters interpretierten, der Welt mitzuteilen, dass sich ihr zukünftiger Herrscher von dort aus erheben würde. Darin ist auch vermerkt, wie der Senat, als er darüber in Kenntnis versetzt wurde, verfügte, dass alle männlichen Neugeborenen getötet werden sollten. Und wie Octavian von seiner Mutter vor diesem Schicksal gerettet wurde, indem sie die Steintafel starr, auf der das Dekret verkündet wurde. Man sieht auch hier das Gleichnis in der Bibel mit Jesus Christus, nicht wahr? Octavians Mutter war Attia aus der Familie von Marius. Sie war Jungfrau und die Nichte von Gaius Maria, dem Mann, der später Julius Cäsar werden sollte. Als Octavian 12 Jahre alt war, adoptierte ihn sein Großonkel Gaius und wurde damit sein rechtlicher Vater. 3 Jahre später, im 15. Lebensjahr von Octavian, wurde sein Adoptivvater als Julius Caesar Pontifex Maximus vergöttlicht, also in den göttlichen Status erhoben, wie wir das später auch noch von George Washington in der Apotheosis im Kapitol von Amerika lernen werden. Nachdem sie dieses Ziel erreicht hatten, widmeten sich die Propagandisten von Mäzenas nun Octavians göttlicher Herkunft und setzten diese gekonnt in Szene. Wie das Kind am 28. September 63 vor Christus unter bescheidenen Umständen geboren wurde. In der Dienstbotenspeisekammer in dem Anwesen seines Großvaters in Velletri. Wie er am 25. Dezember von Apollo empfangen worden war, am Tag des unüberwindlichen Sonnengottes, der in Gestalt einer Schlange sich der Jungfrau Attia Maria näherte und sie schwängerte, während sie auf dem Boden des Apollo-Tempels schlief. Darüber, wie die Jungfrau Attia Maria kurz vor der Ankunft des Kindes davon geträumt hatte, dass ihr Körper in die Sterne gestreut wurde und das Universum zusammenhielt. Wie auch ihr Mann davon geträumt hatte, dass von innen heraus die hellen Strahlen der Sonne strahlten, die dann aus ihrem Schoß aufgingen. Und darüber,
wie der Kopf des Kleinkindes Octavian oft von goldenen Sonnenstrahlen umgeben wurde. Man verbreitete die Geschichte, dass der große Astrologe Theogenes, während er Octavians Sternzeichen, das der Steinbock war, ausrief, er aufstand und sich dem Jungen zu Füßen legte. Theogenes war bewusst, dass der astrologische Herrscher des Steinbocks der Saturn war, dessen zweites goldenes Zeitalter bevorstand. Saturn war der himmlisch-mythische Vatergott von Rom und Vater des Jupiters. Octavian als Inkarnation des Jupiters würde astrologisch also von Saturn beherrscht werden, dem diktatorischsten Haus im Tierkreis, allseits gefürchtet wegen seines Machtwahns, seiner Ein- und Beschränkungen und Kontrollwahns, ja, sogar wegen der Exzesse, der Unzucht und Kannibalisierung seiner eigenen Kinder. Kein Wunder, dass Theogenes sich Octavian zu Füßen geworfen hat. Im Jahre 28 vor Christus, 12 Jahre nach der Veröffentlichung der 4. Ekloge, wurde Octavian triumphierend als Friedensfürst in Rom eingesetzt. Wie Julius vor ihm erhielt der neue Pontifex Maximus einen neuen und heiligeren Namen: Caesar Augustus. Da die Heiligtümer und alle von den Auguren geweihten Orte als August bekannt sind, so Suetonius. Und wie Julius wurde auch er als Sohn Gottes angebetet. Der Historiker Alexander Delmar beschreibt die universelle Akzeptanz der Massen gegenüber des göttlichen Octavian in den Auszügen seiner wegweisenden Darstellung der römisch-politischen Vergöttlichung. The Worship of Augustus Caesar, also die Anbetung von August Caesar, Zitat, unter der festen Verankerung der messianischen Religion und deren Rituale bestieg Augustus den heiligen Thron seines Adoptivvaters und wurde wiederum als Sohn Gottes, Divi Filius, angesprochen, während Julius als Vater verehrt wurde. Diese Behauptung und Annahme taucht in der Literatur dieser Zeit überall auf und sie wurde in Denkmälern verewigt und auf Münzen geprägt. Sie wurde im gesamten Römischen Reich allgemein als gültig und legitim anerkannt. Auf Basis der Chronologie, der Astrologie, der Prophezeiung und der Tradition. Seine eigentliche Anbetung als Sohn Gottes wurde durch die Gesetze des Reichs vorgeschrieben und durchgesetzt, vom Priestertum akzeptiert und vom Volk praktiziert. Sowohl de jure als auch de facto bildete sie den fundamentalen Artikel der römischen kaiserlichen und kirchlichen Verfassung. Als oberster Hohepriester des Römischen Reiches erwarb und übte Augustus rechtmäßig die Autorität über alle Kardinäle, Priester, Kuratoren, Mönche, Nonnen, Auguren, Vestalinen, Tempel, Altäre, Schreine, Heiligtümer und Klöster und über alle religiösen Riten, Zeremonien, Feste, Feiertage, Widmungen, Heiligsprechungen, Eheschließungen, Scheidungen, Adoptionen, Wohltaten, Testamente, Grabstätten, Messen und andere kirchliche Themen und Angelegenheiten aus. Das einfache Volk trug kleine Medaillons mit Abbildern von Augustus an Ketten um ihre Hälse. Heute haben wir diese Medaillons in der Form von Münzen in unserem Portemonnaie. Große Bilder und Schreine dieses Gottes wurden auf den Straßen errichtet und als Heiligtum zur Anbetung genutzt. Allein in Rom gab es 1000 derartiger Schreine. Augustus trug eine päpstliche Mitra auf dem Kopf, die von einem lateinischen Kreuz überragt wurde. Dieses Bild erscheint als Gravur auf einer Münze der Colonia Julia Gemalla in Arduini, die Numiis Antiquis aus 1689. Die Abbilder von Augustus auf den Münzen des damaligen Zahlungsmittels sind von einem Heiligenschein umgeben, der seine Göttlichkeit anzeigt. Auf der Rückseite der Münzen sind die verschiedenen Symbole der Religion dargestellt, wie die Mitra, das Kreuz, der Bogen, die Fische, das Labarum,
Das ist die Hauptheeresfahne der spätantiken römischen Armee zur Zeit Kaiser Konstantins und das buddhistische, bacchische oder dionysische Monogramm von PX, das griechische Kairo, Kairo, Ort der großen Pyramide. Das Kairo-Kreuz haben wir da auch von. Ja. Gucken, ob ich das hier unter Cross habe. Da habe ich so ein paar Kreuze, da ist auch das Kairo-Kreuz mit bei. Das soweit, kennt ihr. Ja? Soweit mir bekannt soll das auch das Kreuz sein, was angeblich dann der Kaiser Konstantin in diesem Zeichen wirst du siegen damals gesehen haben soll. Ja. Das ist richtig. Ich dachte, dass ich hier so eine Tabelle hatte, wo die verschiedenen Kreuze drauf sind, aber anscheinend vielleicht mit Kreuz, mit deutschen Namen, weiß es nicht. Ich dachte, dass ich das gehabt hätte, diese eine Tabelle aus, das hatten wir doch in dem Buch gelesen davon, was wir vorhin gelesen haben. Ja, ich finde das jetzt hier nicht. Es gibt ja jedenfalls so eine Tabelle von den verschiedenen Kreuzen auch. Was haben wir denn vorhin gelesen? Babylon, Mysterien, Religion. Da war das drin. Warte mal. Ich dachte doch, man müsste doch mal irgendwo dieses Bild mit sein von den verschiedenen Kreuzen, dass wir das da irgendwo darstellen können. Hier. Das ist das Kairo-Kreuz. Ja, das seht ihr auch heute immer noch bei päpstlichen Flaggen. Das ist jetzt nicht das, was ich meinte mit den ganzen verschiedenen Kreuzen, aber es ist zumindest das Kairo-Kreuz, dass man sich das mal eben vorstellen kann. Ja, gut, dann finde ich das jetzt eben hier nicht, die Tabelle. Dann war das vielleicht nur in dem Buch. Dieses Kreuz ist das hier jedenfalls. Ja? Das griechische Kairo oder Kairo, wie wir das von Ägypten kennen, Ort der großen Pyramide. Augustinische Autoren liefern Material, das zeigt, dass Augustus die Inkarnation eines göttlichen Vaters und einer sterblichen Mutter war. Dass die Mutter eine Ehefrau war. Dass die Geburt an einem obskuren Ort stattfand. Dass sie von der Prophezeiung und dem heiligen Orakel vorhergesagt wurde, dass sie von Wundern der Natur angekündigt und begleitet wurde, dass die Göttlichkeit des Kindes von Weisen anerkannt wurde, dass der Heilige außerordentliche Zeichen der Frühreife und Weisheit zeigte, dass seine Vernichtung von den herrschenden Mächten angestrebt wurde, dass seine wundersame Berührung ausreichte, um Missbildungen oder Krankheiten zu heilen, dass er eine tiefe Demut zeigte, dass seine Vergöttlichung Frieden auf Erden bringen würde und dass er schließlich zum Himmel aufsteigen würde, um sich wieder mit dem Vater zu vereinigen. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist der heidnische Jesus Christus, der in der römisch-katholischen Kirche gepredigt wird. Ja? Diesen Absatz muss ich hier farblich mal hinterlegen. Und zwar in einer Farbe, dass es direkt ins Auge springt von, ey, das ist aber wichtig. Nehmen wir mal hellblau. Ja? Augustinische Autoren, also heidnische Autoren, liefern Material. Das zeigt, dass alles, was wir aus der Bibel her kennen, weil diese augustinischen Autoren natürlich dieselben Schriften zur Verfügung hatten wie der Virgil, dass alles das, was in der Bibel auf Jesus Christus zutrifft, hier auf einen Heiden zutrifft. Also muss ich den ganzen Absatz jetzt nicht nochmal wiederholen. Lest es für euch selbst. Seite 225 in dem PDF oder Seite 203 in dem gedruckten Buch. So universell wurden seine göttlichen Attribute und sein Vorsprung akzeptiert. Universell, katholisch, meine lieben Brüder und Schwestern, das bedeutet nämlich universell, dass viele Menschen nach ihrem Tod ihr gesamtes Vermögen seinem heiligen persönlichen Fiskus hinterließen. Was haben wir heute gerade gelesen in Babylon Mysterien Religion? Durch die letzte Ölung hat die römisch-katholische Kirche die Testamente sich angeeignet und das ganze Vermögen der sterbenden Leute sich angeeignet. Das ist alles schon vorher gewesen, schon im heidnischen Rom hatten wir dasselbe. Das päpstliche Rom erfindet die Dinge nicht neu. Es macht nur eine missionarische Adaption. Es vereinnahmt die Dinge auf ihre Art und Weise und macht die heidnischen Bräuche, zwischen Anführungszeichen, christlich. Sie macht sie katholisch und verkauft euch das als Christentum. Hier sehen wir es nochmal ganz deutlich. Wir haben es gerade eben in diesem Buch Babylon, Mysterien, Religion gelesen, über die Nachlässe. Hier hatten wir davon gesprochen, dass die letzte Ölung, wo habe ich das denn jetzt hier? Die letzte Ölung, also hier, die letzte Ölung, ja, dass das eine römisch-katholische
Lehre ist, dass es ein römisch-katholisches Sakrament ist. Eins der sieben falschen Sakramente. Ja, und jetzt lernen wir in Herrscher des Bösen in der nächsten Lesung heute Abend, dass das sogar schon im heidnischen Rom war. Ja, worauf baut sich denn dann bitte die römisch-katholische Kirche auf? Es steht hier doch beinahe Wort für Wort deutlich nachvollziehbar für einen jeden, dass alles, was es damals im heidnischen Rom gab, unter einem anderen Namen in Rom genauso praktiziert wird. Wenn aber derselbe Mensch sich eine andere Maske aufsetzt, meine lieben Brüder und Schwestern, dann ist hinter der Maske immer noch derselbe Mensch, nicht wahr? Dieses Buch ist so interessant. Ich könnte es, wenn ich es ausgelesen habe, wahrscheinlich nochmal lesen und mir würden wieder viele neue Dinge einfallen. Es ist ein Lernprozess mit diesem Buch, der bei mir schon Jahre andauert und immer wieder lerne ich neue Dinge dazu. So katholisch wurden seine göttlichen Attribute und sein Ursprung akzeptiert, dass viele Menschen nach ihrem Tod ihr gesamtes Vermögen seinem heiligen persönlichen Fiskus hinterließen. Sie taten dies in großer Dankbarkeit, wie sie es selbst ausdrückten, dass sie während der Inkarnation und des irdischen Aufenthalts dieses Gottessohnes leben durften. Im Laufe von 20 Jahren erbte er somit nicht weniger als 35 Millionen Goldaurei. Fast eine Milliarde Dollar bei angenommenen Werten aus dem Jahr 1996. Das ist das Jahr, wo Tapassossi das Buch schrieb. Und ich nehme lieber irgendeinen dieser 35 Millionen Goldaurei als auch nur eine Federal Reserve Note, die der Dollar hier repräsentiert, den wir hier dann noch einmal sehen. Das ist nämlich gar nichts wert. Gold hat einen immer bleibenden Wert. Das mal eben so nebenbei. Viele Machthaber vermachten ihm nicht nur ihr Privatvermögen, sondern auch ihre Königreiche und Menschen im Vasallendienst. Die noch erhaltenen Marmor- und Bronzedenkmäler des Augustus enthalten fast 100 heilige Titel, darunter Jupiter, Optimus, Maximus, Apollo, Janus, ja, der zweigesichtige Gott, den treffen wir auch später noch, Quirinus, so heißt meines Erachtens doch auch einer der Hügel von Rom, Dionysos, Mercurius, Vulkan, Neptunus, Liberpater, Savus, das heißt Erlöser, und Jesus, um nur einige zu nennen. Bei seinem Tod sah der Senator Numericus Atticus seinen Geist in den Himmel aufsteigen. Dann hat er anscheinend ganz schwere spirituelle Übungen gehabt. Die Himmelfahrt des Augustus ist auf dem großen Cameo eingraviert, die von der Kriegsbeute Konstantinopels, die Balduin II. An Ludwig IV. 9. Überreicht hat. Heute ist sie im Kabinett von Frankreich zu bewundern. Eine originalgetreue Nachbildung davon ist in Amerikas großes Siegel, ist in Durys History of Rome, also in der Geschichte Roms, veröffentlicht. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das Buch rauszusuchen, um euch das Bild zu zeigen. Das könnt ihr ja gerne selbst machen, weil alle meine Lesungen sollen zu eigenen Nachforschungen ansetzen. Amerikas großes Siegel mit seiner obsessiven Treue zum zäsarischen Rom kann eine Nation nicht moralischer darstellen, als es die Quelle ihrer Schrift zulässt. Die Ikonen, die geheimnisvolle kabbalistische Sprache dieses Siegels führen zu einem absurden babylonischen Evangelium. Wenn man dieses babylonische Evangelium ernst nimmt, und eine feierliche Erklärung einer Regierung zu diesem Evangelium ist durchaus ernst zu nehmen, lehrt uns das Siegel, dass Amerikas hoher spiritueller Zweck einzig und allein darin besteht, bei der Auferstehung der verstümmelten Teile des göttlichen Sohns aus dem bösen Schleim des menschlichen Fleisches zu assistieren. Es berichtet uns, dass die heilige Jungfrau bereits das heilige Herz des Sohnes aus dem Schleim gerettet hat. E pluribus unum, aus vielen eins. Und es hoch in das Gewölbe des Himmels vor den Thron Jupiters gelegt hat und wie ihr fünfzackiger Himmelspfad es für uns alle sichtbar beschreibt.
Deswegen haben wir dann auch später die Verehrung des Heiligen Herzen Jesu. Ja, habe ich euch schon von erzählt. Und kommen wir auch später, glaube ich, in diesem Buch noch, treffen wir das noch, von hauptsächlich Papst Pius IX. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon gelesen hatten oder ob wir das noch lesen werden. Aber Papst Pius IX. War einer der strengsten Vertreter und der intensivsten Vertreter der Verehrung des Heiligen Herzens von Jesu Christi. Was natürlich nichts mit dem wahren Herz unseres Erlösers zu tun hat, davon abgesehen. Es fordert Amerika auf, leidenschaftliche sexuelle Energie auszuüben, damit die vielen verstreuten Teile des Sohnes auf Erden wieder mit dem Unum im Himmel vereint werden können. Ja, hier könnte man sich jetzt beinahe etwas bei denken. Es fordert Amerika auf, leidenschaftliche sexuelle Energie auszuüben. Entschuldigung bitte, aber ich glaube, das Mekka der Pornografie sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Warum? Das sehen wir hier. Es verspricht, dass Amerika in Richtung des reinen Lichts der Sündlosigkeit und Göttlichkeit aufsteigen wird. In ein ewiges Leben als Teil des Solarkörpers des Sohnes, der Sonne Gottes. Es bedeutet, dass dieser kosmische Auferstehungsprozess von einer pyramidalen Hierarchie verwaltet wird, die im alten Babylon konzipiert, nach Kleinasien exportiert und an Rom weitervererbt wurde. Also hat seine Wurzeln in Babylon. In diesem einen Satz sagt Tapper Saucy das, wofür Alexander Hislop ein ganzes Buch gebraucht hat. Und Ray Woodrow. Nämlich, dass Rom seine Wurzeln in Babylon hat. Steht in diesem einen Satz drin. Es bedeutet, dass dieser kosmische Auferstehungsprozess von einer pyramidalen Hierarchie verwaltet wird, die im alten Babylon konzipiert, nach Kleinasien exportiert und an Rom weitervererbt wurde. Also von Babylon über Medo-Persien und Griechenland an Rom gegangen ist. An der Spitze der Hierarchie steht ein unsichtbarer und unbekannter Oberer als ein Gott des Siegels, der über universelle Intelligenz und Autorität über jede Seele verfügt, die sich mit dem Siegel verbündet oder dessen Hierarchie beitritt. Und an wen erinnert uns ein unsichtbarer und unbekannter Oberer, da wir hier ja auch über den Jesuitenorden ein wenig lesen? Genau. Der Gott des Siegels führt die Faschis ins Feld, um die Erde von den letzten Spuren der Erbsünde zu befreien. Er wird von einem neuen Priesterorden unterstützt, einer neuen Weltordnung, die damit beauftragt ist, alle individuellen Identitäten zu zerstören. Keine Individualität mehr. Das ist doch Individualität mehr. Das ist doch genau das, wo es heute in unserer eine Weltordnung, wo wir hingehen, draufkommt. Nicht wahr? Keine Individuen mehr. Wir sind alle eins. Wir sind alle dasselbe. Niemand ist anders. Wir sind alle gleich. Genau das ist das. Das sehen wir hier schon. Er wird von einem neuen Priesterorden unterstützt, einer neuen Weltordnung, die genau damit beauftragt ist, alle individuellen Identitäten zu zerstören, die mit der Auferstehung zur Göttlichkeit unvereinbar sind. Also keine Individuen mehr, sondern nur noch ein Kollektiv. Und kooperative Regierungen und regimekritische Bürger werden durch ausgefeilte Kriegskünste so subtil liquidiert, dass die Liquidierung den Glauben der Bevölkerung an den Faschismus sogar erhöht. Ja, wunderbar, nehmen wir doch mal das Beispiel Irak 2003. George W. Bush, der eine Rede schwingt an einem Rednerpult und sagt, wir haben die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein nicht gefunden. Oh, wart, vielleicht liegen sie hier unter dem Pult. Nein, hier liegen sie auch nicht. Ha, ha, ha. Und alle Anwesenden klatschen und lachen. Das ist doch genau das, was wir hier in diesem Buch bereits lesen. Und kooperative Regierungen, die Regierung von Irak in diesem Beispiel, und regimekritische Bürger werden durch ausgefeilte Kriegskünste nach Sanzuan-Technik so subtil liquidiert, dass die Liquidierung den Glauben der Bevölkerung an den Faschismus sogar erhöht. Das heißt mit anderen Worten, die Bevölkerung erhebt ihre eigene Regierung zum Gott.
Ja, viel anders ist das doch mit dem Präsidenten in den Vereinigten Staaten von Amerika heutzutage nicht mehr, oder? Der Obere und seine Hierarchie können darauf angewiesen sein, die Strenge, Grausamkeit, Zügellosigkeit und sogar den Kannibalismus des Saturns je nach Situation einzusetzen und nachzuahmen, da sie im Zeitalter des Saturns operieren. Zu dem Vorwurf, dass dies in Amerika unmöglich ist, sollte ein Vergleich ausreichen. Kaum war Augustus Cäsar in den Rang eines Gottes erhoben worden, ermordete er rituell 300 Senatoren in Perugia, um die Ermordung seines Adoptivvaters Julius zu rächen. Ebenso wurde ein amerikanischer Präsident eingesetzt, der als Oberbefehlshaber der Streitkräfte den Opfermord an fast 100 fehlgeleiteten Christen in der Nähe von Waco, Texas, genehmigte. Um was zu rächen? Eine wachsende Volksverdrossenheit über die Regierung? Der Autor spricht hier über 1993. Bill Clinton. William Jefferson Clinton. Der amerikanische Präsident, der in Waco mehr als 70 Menschen, Männer, Frauen und unschuldige Kinder, in einer Attacke seine Armee verbrannt hat, lebendig verbrannt hat. Never forget Waco. Ich habe über Waco bereits in anderen Videos gesprochen, deswegen mache ich es hier nicht mehr. Ich möchte euch nur noch eben den Tipp mitgeben, dieser Mensch hält Vorträge. The Truth About Waco, also die Wahrheit über Waco, Bob Treffs. Sucht den im Internet auf, sucht das auf YouTube. Es sind mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Vorträge, die er hält, von jeweils 1,5 Stunden, teilweise länger. Teilweise sieht man hier Bilder, die niemals irgendwo sonst veröffentlicht gewesen sind. Man sieht hier ganz, ganz deutlich, aber wirklich ganz, ganz deutlich, wie ein Polizist andere Polizisten in einen Raum reingehen lässt und dann seinen M16 da reinhält und reihum schießt und seine eigenen Leute ermordet und das den Leuten von Waco dann unterschiebt. Da ging es um die Branch Davidians, wie sie so schön sich genannt haben. David Koresh, der Mann, den wir hier sehen. In Deutschland ist, glaube ich, die Tragödie von Waco nicht besonders bekannt. Aber ich kann nur jedem bibelgläubigen Christen, der sich mit dem Buch Herrscher des Bösen, wie wir es hier lesen, anraten, sich mit der Geschichte von Waco zu beschäftigen. Schlussendlich findet Tapasauci es wichtig genug, um den Vorfall, den William Jefferson Clinton hier 1993 im März damals gemacht hat, mit der Vernichtung dieser Menschen zu vergleichen mit was Augustus gemacht hat, nachdem er zum Gott erhoben wurde, vor fast 2000 Jahren. Er vergleicht es damit. Und er sagt, was Augustus Cäsar in den Rang eines Gottes erhoben gemacht hat, als er da in den Rang eines Gottes erhoben wurde, er ermordete rituell 300 Senatoren in Perugia und so wurde William Jefferson Clinton als Oberbefehlshaber der Streitkräfte eingesetzt, den Opfermord an fast 100 fehlgeleiteten Christen in der Nähe von Waco, Texas zu genehmigen. Um was zu rächen? Eine wachsende Volksverdrossenheit über die Regierung? Was das Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika für jeden, der es ernst nimmt, darstellt, ist ein Dienst der Sünde. Eine Rede des jesuitischen Politikwissenschaftlers Michael Novak, die in dem wöchentlich erscheinenden Magazin America der amerikanischen Jesuiten vom 28. Januar 1989 veröffentlicht wurde, fasst dies eloquent genug zusammen. Nun, was uns dieser Michael Novak zu sagen hat, das werden wir gleich sehen. Ich will mal eben schauen. Ich glaube nicht, dass ich von Novak ein Bild habe. Aber das ist auch nicht so schlimm. Doch, ich habe ein Bild von ihm. Ich war im Unterbewusstsein. Ich dachte, ich habe doch ein Bild von ihm. Ich war nicht mehr sicher.
Das ist Michael Novak. Warum ist es wichtig, diesen Michael Novak zu zeigen? Ja, ich habe hier natürlich eine kleine Note, wie ihr seht. Und was sagt diese kleine Note? Denn bevor wir hier in Herrscher des Bösen lesen, was er da zu sagen hat, lese ich euch mal vor, was hier in meiner Note steht. Ein Zitat von diesem Michael Novak, wie er im ersten Kapitel des globalen Vatikan, The Global Vatican, von dem ehemaligen Botschafter und Malteserritter vom Heiligen Stuhl Francis Rooney veröffentlicht wurde. Dieser schreibt im ersten Kapitel ein Zitat vor dem ersten Kapitel und das Zitat lautet und ins Deutsche übersetzt, hört gut zu. Aufgrund ihres Rufes sind die Vereinigten Staaten ein protestantisches Land und Katholiken wurden für ungeeignet und unerwünscht erklärt. Jedoch praktisch jeder katholische Schriftsteller oder Denker, der seit 1607 Amerika besuchte, wurde jedoch von der außerordentlichen Übereinstimmung des Landes mit dem katholischen Glauben verzückt. Sie verschweigen es nicht mal. Sie werfen es uns ins Gesicht. Und dieser Michael Novak sagt hier in der Ausgabe von America, das amerikanische Jesuitenmagazin. Die Gestalter wollten eine Novus Ordo, eine neue Weltordnung bauen, die Freiheit und Gerechtigkeit für alle bietet. Der Grundpfeiler dieser neuen Ordnung ist die menschliche Sünde. Eine Republik zu bauen, die für Sünder bestimmt ist, ist also die unverzichtbare Aufgabe. Es macht ja auch keinen Sinn, ein Sozialsystem für Heilige aufzubauen. Dafür gibt es viel zu wenige von ihnen. Und mit denen, die es dort gibt, lässt sich nicht aushalten. Weil der Sündige kann mit den Heiligen nicht zusammenleben. Jedes effektive Sozialsystem muss daher auf die einzige moralische Mehrheit ausgerichtet sein, die es gibt. Auf Sünder. Diese Aussage von Michael Novak bringt die ganze Existenz der Vereinigten Staaten von Amerika in einem Satz zusammen. Ich wiederhole es nochmal. Ich werde es auch eben einfärben. Die Gestalter, also die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, wollten eine neue Weltordnung bauen, die Freiheit und Gerechtigkeit für alle bietet. Der Grundpfeiler dieser neuen Ordnung ist die menschliche Sünde. Eine Republik zu bauen, die für Sünder bestimmt ist, ist also die unverzichtbare Aufgabe, weil es macht keinen Sinn, ein Sozialsystem für Heilige zu bauen. In der Bibel gibt es kein Sozialsystem, meine lieben Brüder und Schwestern, weil wir mit unserer Nächstenliebe dafür sorgen, dass wir kein Sozialsystem vom Staat brauchen, sondern wir kümmern uns um unsere Alten, um unsere Kranken, um unsere Behinderten, um unsere Eltern und um unsere Kinder. Die Heiligen, die nach Gottes Gesetz leben, das sind die wahren Heiligen, die tun das. Für die muss man kein Sozialsystem erfinden. Nee. Für die Heiligen muss man das nicht aufbauen. Es gibt viel zu wenige von ihnen und die paar, die es gibt, mit denen lässt sich doch nicht aushalten. Mit denen können wir sowieso nicht zusammenleben. Jedes effektive Sozialsystem muss daher auf die einzige moralische Mehrheit ausgerichtet sein, die es gibt. Auf Sünder. Wir werden im nächsten Kapitel genau untersuchen, wie detailgetreu die Gründerväter das babylonische Rom am Ufer des Potomac rekonstruiert haben. Das leitet uns dann in der 36. Lesung. Ja, Michael, schau mal, ne? Der fünfzackige Stern, das Pentagramm hier wieder in Washington DC. Da sehen wir noch ein paar schöne Bilder. Und hier haben wir es gleich nochmal. Das bringt uns dann auf Jupiters irdischen Wohnsitz, das 21. Kapitel des Buches Herrscher des Bösen. Für heute danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich glaube, Michael hat noch einen kleinen Kommentar, den er uns zum Schluss gerne geben möchte. Bitte, Bruder. Ja, vielen Dank für das Vorlesen. Du warst so schön im Fluss, dass ich auch gar nicht großartig unterbrechen wollte. Ich bin auch überhaupt kein Fan von irgendwelchen Sternen, denn ich bin eigentlich ein Fan davon, von der Wahrheit und diese
Na, ich meine, dass du ein Fan davon bist, das zu exponieren, also nach draußen zu bringen. Ja? Das genau, da gibt es ja unsere Gender-Agenda. Nee, eben, deswegen sage ich das. Das war also ganz positiv gemeint, Michael. Ich wollte dir da nicht irgendwas unterstellen. Nein, alles gut. Ich habe auch einen ganz anderen Punkt schon die ganze Zeit mir aufgespart, denn wir sind ja schließlich hier in einer deutschen Gruppe und in einer deutschen Lesung eines in Deutsch übersetzten Buches, Herrscher des Bösen. Und wir hatten es ja schon am Anfang mal gehabt, dieser Aussendung, dass es da um Pergamon geht oder ging. Mhm. Und zu Pergamon hätte ich da jetzt noch mal ein paar Anmerkungen zu, denn das betrifft uns Deutsche ja eigentlich doch ein bisschen mehr als so die Briten oder so. Und zwar gibt es. Ich weiß, was du sagen willst. Willst du auf Berlin hinaus, ja? Später. Ich wollte jetzt erstmal darauf hinaus, dass auch Pergamon in der Bibel beschrieben wird, ne? Ja, das ja. Und zwar im zweiten, im Buch der Offenbarung, im Kapitel 2, Vers 12, da ergeht das Wort halt von Jesus an Johannes, der halt alles aufgeschrieben hat damals. Und es geht dann so: Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus, also Pergamon, schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat: Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Und wir hatten das ja eben in diesem Buch Herrscher des Bösen, dass also die ganzen babylonischen Priester dann halt nach Pergamon letzten Endes dann geflüchtet sind. Aus Babylon, ja. Ja, genau. Und dieser Pergamon und Pergamon selber, da stand also ein großer, großer Tempel drin. Der wurde ungefähr zwischen 160 und 180 vor Christus errichtet, als ein dem Zeus geweihter Altar. Und er war letzten Endes dann derjenige, wo halt auch dann Opfer gebracht worden sind. Und dieser, oder die Überreste sozusagen dieses Altars, wurden dann halt im, glaube ich, 19. Jahrhundert, genau, ich habe es gerade mal gesucht, 1879 wurden die halt gefunden von einem deutschen Expediteur, von einem deutschen Archäologen, glaube ich, und wurden dann nach Berlin gebracht und wurden dann halt da ausgestellt. Und dieser Tempel ist zurzeit in der Renovierung begriffen. Das heißt, der ist im Augenblick jetzt nicht frei verfügbar, aber der wurde halt um die 1930 rum in Berlin ausgestellt. Und das ist halt einfach mal eine Geschichte, dass wir also sehen, guck mal hier, da ist ein Teil der lebendigen Geschichte sozusagen, die in der Bibel beschrieben wird und die auch hier im Buch beschrieben wird, hier bei uns in Deutschland. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, klar. Vor kurzem lief im deutschen Fernsehen eine Serie, die heißt Babylon Berlin. Ja, was ich weiß, meint ihr wohl, woher das kommt? Was der eigentliche Hintergrund dieser Serie ist, ne? Ja, ja, nee, bitte, mach mal weiter. Ich wollte das. Ja, der Punkt war jetzt nur derjenige, dass man halt sieht, guck mal hier, das Buch ist ja nicht von einem Deutschen geschrieben worden. Wir haben es zwar Viktor und so hat zwar in Deutsch übersetzt, aber da steht natürlich jetzt nicht der Bezug zur deutschen Geschichte drin. Aber dieser Tempel aus Pergamon, dem also dann Zeus bzw. Satan halt geweiht worden ist, der ist tatsächlich in Berlin. Und in Pergamon, wie gesagt, waren damals die Priester aus Babylon, die halt vor den Medo-Persern da geflüchtet sind. Und deswegen haben wir dann heutzutage jetzt auch die Verbindung zwischen der Bibel, zwischen dem Buch Herrscher des Bösen und der deutschen Geschichte. Und das fand ich halt einfach mal einen interessanten Aspekt, dass wir da alles zusammen haben, wo letzten Endes da Tapas Saucy jetzt dann gar nicht drauf eingegangen ist. Aber wir haben den biblischen Bezug und wir haben den Bezug zur deutschen Geschichte. Das war's dann. Ja, schön. Und ich suche das hier gerade nochmal eben raus, um nochmal... Was ist denn das hier für ein Scheiß, ey? Um da nochmal ein Bild von zu suchen. Pergamon Tempel Berlin. Mal eben gucken, ob wir da ein Bild von finden. Dann können wir damit unsere Lesung abschließen. Mhm. Hier sieht man das wunderbar. Weiß jetzt nicht, ob das groß genug ist. Ich glaube, in den verschiedenen sieht man das schon. Das ist das, worüber Michael gesprochen hat. Und der ist im Augenblick halt nicht zugänglich. Und wie gesagt, wir hatten ja auch ich hatte dann eben noch die Sendung erwähnt, die es vor einiger Zeit im deutschen Fernsehen gab. Babylon Berlin. Und wer es bis jetzt noch nicht begriffen hat, der hat vielleicht spätestens nach dieser Sendung begriffen, warum es diese Serie gab und was die uns im Grunde verborgen mitteilen will.
Wir haben die ganze Zeit den Herrscher des Bösen gelernt, dass es geht um Symbolik, Kabbalistik. Und diese Symbole beherrschen Amerika durch das Siegel und diese Symbole beherrschen unsere ganze Welt. Das ist die Symbolsprache, die damals aus Babylon hervorgekommen ist, weil die Freimaurer, nenne ich sie jetzt mal einfachheit halber, ja, die Bauer, die Maurer, die den Stein verworfen haben, als Gott die Nation gegründet hat, durch die verschiedenen Sprachen zu gründen, als er den Turm zu Babel zerstört hat, die eine internationale Sprache haben, durch die Zeichen, durch die Zahlenkunde, was man allgemein als Kabbalistik nennt. Damit beschäftigte sich dieses Kapitel American Graffiti, also amerikanisches Graffiti. Wir werden das auch später noch treffen, auch im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns damit noch. Und wie gesagt, ich kann nur wieder einmal Michael danken für seinen Beitrag. Das ist ein sehr guter Punkt, dass er eben auf diesen Tempel hingewiesen hat, der in Berlin steht. So lesen wir zwar ein Buch über amerikanische Geschichte, aber wir haben direkt einen Bezug auf das Land, in dem wir wohnen. Und auf die Geschichte, die uns beeinflusst hat. In der Zeit, in der wir groß geworden, aufgewachsen und indoktriniert wurden in dem Land, wo wir leben. Und wir sehen, der Betrug ist universell. Der Betrug ist katholisch. Er findet sowohl in Amerika statt als in Deutschland und in allen anderen Ländern auch. Nebenbei nochmal. Somit hoffe ich, dass euer Interesse so geweckt ist, dass ihr euch freut auf die nächste 36. Lesung des Buches Herrscher des Bösen, die wir dann nächste Woche angehen werden, wer wir uns dann im 21. Kapitel um Jupiters irdischen Verbleib kümmern werden und das Buch von Tapper Sorcy wieder aufnehmen. Bis dahin, lest eure Bibel, Maranatha.